Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Total War mit den Khemri bzw. mit den Gruftkönigen. Ja, letzte Schlacht richtig scheiße. Und jetzt wollen wir alles ein wenig ausbessern. Oh, ich habe so viele Leute verloren, ne? Ist einfach ärgerlich. Knappes Mondes. Nee, das kann alles wegbleiben. So, Spezialeinheiten, die brauchen alle ein paar Runden noch, bis ich die wieder beschwören kann. Lokale Rekrutierungsplätze sind alle voll, global auch. Also. Euch habe ich gerade erst beschwört. Beschworen, Entschuldigung. Ja, ihr könnt ja auch nicht rein. Und sonst war es das, glaube ich, ja. Und in einer Runde habe ich eine Forschung fertig. Genau, die Priesterschaft der Nero. Jetzt bin ich wieder im Bilde. Karte sieht schrecklich aus. Aber lasst uns mal die Sache überspringen und schauen, was die KI jetzt machen wird. Oh, da kommen die Zwerge jetzt vom Süden. Die mir ja auch den Krieg erklärt haben. Oder habe ich den Krieg erklärt? Nein, die hatten mir den Krieg erklärt. Das war die Problematik. Aber sollen sie ruhig die Stadt nehmen, wenn... Ja. Organsammler. Sammelt als Gruftkönig 1000 Kanonen. Kanoppenkrüge. Mein Gott, man denkt aber auch immer sofort an die Kanonenkrüge, ne? So, das können wir abbrechen. Da können wir uns das Geld sparen für die Produktion. Wo auch immer du herkommst, bitte greif mich nicht an, du kleine Borke. Moment, Moment, nochmal zurück. Nein. Habe ich denn so viele Sachen verloren? Oder hatte ich einfach nicht so viele? Ach, drauf geschissen. So, bei den Armee rein. Ja, da hatte ich ja die Lokalrekrutierung gestartet. Tja, und der doofen Kuh geht's auch immer besser, ne? So, ich habe nicht genug Geld. Und die Numas neben mir sind zwar mit mir verbündet. Bisschen was, nee, wir haben nur den Nicht-Angriffspakt und handeln mit denen ein bisschen. Ja, Zwerge, ihr greift jetzt meine
Wasser des ewigen Lebens an. Und dafür hasse ich euch auch abgrundtief. Die plündern erstmal. Und ihr greift mich nicht an, geht zu den Zwergen und greift die an. Gebäude beschädigt und 3000 eingesammelt. Einen weiteren Gruftprinz. Die verschwunden, jetzt kriegen wir noch negatives Wachstum, obwohl das gerade nicht so schlimm ist. Ja, ja. Plündert ruhig. In 10 Runden hätten wir Überschuss, um die Khemri-Gruftstadt zu bauen. Aber baut erstmal hier unsere Monstrositäten. Plus 2 Todesgeier. Damit ist das Ding schon so gut wie voll. Ah, Moment. Wir haben hier drin den Gruftprinz, den Necrotect und den Gruftkönig. Dann können wir noch einen Priester des Todes reinmachen. So, nehmen wir den weisen Mann, der kann dann in die Armee rein und kann gleichzeitig auch ein paar Krüge herstellen. Und ihr bekommt einen weiteren Gruftprinz. Komm, hier so einen aggressiven. Der bekommt ja direkt eine Aufstufung, weil unser König ja eine Verstärkung hat. Ah ne, du hast schon 3 Bogenschützen drin, dann kriegst du nur Kampftruppen. Welcher Ritus ist frei? Verschleiß in unseren Regionen zu erzeugen. Wir machen's mal. Ich habe mit dem Geld eh gerade nichts Besseres zu tun. Her mit dem grünen Zeug, Achievement bekommen. Stellt als Gruftkönig im Totenkult einen magischen Gegenstand her. Und nun, das habe ich ja alles schon gemacht. Ich hätte natürlich hier Reparaturen starten können. Ist aber auch erstmal unwichtig. Da müsste ich Scheiße einnehmen. Beziehungsweise er kann die gar nicht einnehmen, ne? Wenigstens kriegt er jetzt, wenn er sich bewegt, Verschleiß.
Ja, ihr plündert alle bei mir. Und was ist mit dir, Baumbart? Sehr schön. Ich weiß, das ist eine Einheit, die einfach erschienen ist. Trotzdem will ich Frieden mit euch. Moment, wen haben wir jetzt hier? Ein Gruftprinz, dann guck mal eben, was hier vorne los ist. Tja, mühsam ernährt sich die Wollmühlmaus. Ich mag die Zwischengeräusche der Fraktion. Die sind so richtig schön. Erinnern mich an zu Hause. Boah, Sachen. Hat der Krieg mit Quartar? Wenn ich jetzt einen Überfall mache, ist das ein Angriff wieder auf meine eigene Provinz. Kannst direkt einen abkotzen. The day of awakening nears. Ihr macht das alles schon. Ich überlege gerade nur, soll ich jetzt plündern an der Stelle? Ah nee, macht ja keinen Sinn, weil dann kriege ich ja nur Ärger. Also ärgern wir die vor Ort. Genau, umkreist die erstmal. Vielleicht können wir die auch aushungern lassen. Mir wäre alles recht. Mehr Handelseinkommen, mehr Beute nach der Schlacht. Scheiße, die würden mit mir Frieden machen, aber das kann ich jetzt gerade wirklich nicht gebrauchen. Zeig mir mal die Straße hier.
Gut. Zandri ist leer. Na Gott sei Dank hatte er Erfolg. Und da kann bestimmt in einer Runde direkt hier rüber und mich da raus kicken wieder. Wie er einfach zwei Fullstack-Armeen in einer Runde gemacht hat. So, wo willst du hin? Oh, du gehst jetzt nach Khemri rüber. Übrigens hat man wieder gesehen, Verschleißsymbol drüber, über den Einheiten, und trotzdem steht er jetzt einfach vor Bagger und macht mich an. Selbst wenn ich es vielleicht so geschafft hätte, ich habe keinen Bock auf diese dämlichen Verteidigungsschlachten gerade. Ja, greift die Siedlung an. Geh ein Stück zurück, mach Gewaltmarsch und lauf irgendwo hin. Mir kann's egal sein. Gesegnete Legion des Faktur. Die geweihten Bogenschützen des Falkengottes existieren nur, um zu dienen und vollstrecken sein schnelles Urteil mit tödlichen Pfeilen. So, jetzt lass mich mal nicht lügen. Ich muss mal ganz kurz eine Fähigkeit suchen. Verteidigung für die Ushabti. In der Armee des Kommandanten natürlich. Schems gleißender Strahl. Feuerschaden und geringen magischen Schaden. Gut bei hohem Winkel, stark bei einzelnen Gegnern. So, du wirst Einheiten angreifen lernen. Bei dir steigern wir die Mobilität erstmal. Bow.
Und dich begraben wir erstmal unterm Sand. Da hat er die ganze Stadt kaputt gemacht, ey. Danke. Ich muss mir jetzt erstmal um andere Sachen kümmern, als dir in den Arsch zu treten da oben. Zum Beispiel ihm in den Arsch treten. Land of the Dumb. Let our Lich Priest Nehekara. Fellow Sovereign of Undead. Eternal King. Moving. Ich will nichts abreißen, machen wir Rundenende. Ich weiß, bis jetzt ist nichts Großartiges passiert, weil ich einfach versuche, mein Reich zu stabilisieren. Und anstatt frühen Morgen haben wir mal einfach mitten in der Nacht, um mich zu entschuldigen für mein Fehlverhalten. Jetzt kommen die Idioten darüber gelaufen, aber Gott sei Dank greifen die nicht mich an, sondern die wollen nämlich die den Gruftkönig neben mir angreifen. Al-Haik. Da kommen sie schon mit ein Schiffchen rüber getuckert. Ich habe keine Ahnung, wieso. Mal sehen, was mich das kostet, wie ich da durchlaufe. So gut wie nichts. Dass das trotzdem nur ein 50-50-Ding ist, ne? Nee, nichts erwecken. Ich brauche das für die Forschungsgeschichten noch.
Reparieren wir den Müll mal. Mal schauen, was die andere Truppe hier macht. Flieht der? Flieht der gegen die Ritter? Die haben auch nur 2 Verschleißschaden bekommen. Jetzt, wenn die im Lager sind, kriegen die eh keinen Verschleißschaden mehr. So, wo geht der jetzt hin? Der läuft einfach mal von links nach rechts immer. Der will sich die schwarze Pyramide angreifen, oder? Füllt Trefferpunkte von Kämpfern wieder auf. Steinformer. Plus 10% Rüstung, plus 10% Geschossresistenz. Wirkt sich auf Verbündete in Reichweite aus. 30 Meter. Passive Fähigkeit. Ach komm, kann's ruhig heilen. Der ist mit Garnison. Bleibst dabei, dass es scheiße ist. Also was bauen wir? Leichenhaus. Ja, alles cool. So, hier bitte auch reparieren. Ja, holen wir für 400 halt 50 Kapital dazu. Errichtete Gebäude. Mastaba, nein. Rekrutierte Einheiten, alles klar. Mit den Spezialeinheiten. Und den Totenkult will ich eh nicht anwenden, weil ich die 200 Kanoppenkrüge brauche, um vernünftige Kommandanten mal rauszuholen von den unterschiedlichen Dynastien. Und Numas gammelt sich da einfach einen ab. Hat er die gesamte Armee von dem einfach mal eben so weggenudelt. Lass mich raten, er greift Wasser des ewigen Lebens an. Und dann geht er wieder weg. Hm.
Unwise. Fool shall perish. Tomb Prince. Drag their souls to utilize. Versuch ruhig durchzulaufen. Schicken wir die dritte Armee durch. Auch wenn da nur Schrott drin ist, wird die unsere Anzahl erhöhen. Und verschiebt das Kräfteverhältnis minimal zur Seite. Scheiß drauf, wir machen jetzt nächsten Part Drisel-Schlacht. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüle, euer Imperator. Tut mir leid, dass es jetzt so lange gedauert hat, bis wir überhaupt an dem Punkt sind. Aber geht halt jetzt gerade nicht anders. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüle.